So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Hört ihr, wie laut es hier ist? Noch nicht, Moment. Muss erst ein Auto vorbeifahren. Jetzt sind gar keine Autos mehr da. Da war ein Auto. Mann, ist das hier laut. Und das liegt aber nicht am Auto, sondern daran. Guckt euch das mal an. Da steht nämlich neu McCrispy, unser lautestes Chicken. Das musst du so sagen, damit das Chicken dich überhaupt noch hört. Und da wusste ich gar nicht, was die Shania meint, als sie nach dieser Cola geguckt hat und gesagt hat, da konnte ich gleich den neuen Chicken testen. Das ist der neue Chicken, den die Shania gemeint hat. Und den möchte ich jetzt auch mal testen. Das Muttertier rennt da vorne irgendwo rum und da ist Marieschen. Oh mein Gott, Grüße an die Frau Wöllner. Guck mal hier, auch hier das kleine Mädchen da. Seht, das Chicken ist im Kopf schon drin. Jetzt muss es noch in den Magen rein. Wir gucken mal, wie es schmeckt. So, die Kinder sind gerade auf der Rutsche. Also eins steht davor. Das ist McDonald's, so sieht das hier aus. Und das ist das Essen. Dreimal der neue McCrispy. Hier ein McFlurry für Marie. Eine Apfeltasche für das Muttertier. Die zwei Cheeseburger nehme ich mal als Reserve mit und eigentlich wollen wir uns halt diesen McCrispy jetzt anschauen. Ich stelle die mal hier so irgendwo hin. Das tue ich mal zur Seite. So. Ach, wolltest du dich da hinsetzen, Pech? Jetzt musst du darüber. Jetzt bin ich nämlich hier. Guckt euch den Karton an. Ist der Karton nicht schön? Hier steht Promo. Kannst du reindrücken, ne? Hier steht Original. Kannst du reindrücken und dann kannst du den aufmachen. Und dann sieht er so aus. Das Brötchen ist auf jeden Fall ein Hingucker, ne? Muss man sagen. Sieht gut aus. Innen drin auch schön braun, schon halb schwarz. Viel Gemüse drauf, eine Scheibe Käse drauf, eine Scheibe Chicken drauf. So, der Salate fällt halt an allen Ecken runter. Aber warum ist der so laut? Weil der so crunchy ist. Du kannst das hier rauszerren. Das ist richtig knusprig, extrem knusprig. Hör mal. Ja. Der ist laut, der Salat? Der lauteste Chicken auf der ganzen Welt steht da immer überall. Hör doch mal, wie laut er ist. Ich glaube, das kommt daher, weil der halt so extrem knusprig ist. Deswegen heißt es ja auch McCrispy, weil der richtig knuspert. Jetzt stellen wir euch aber mal hier hin. Sie, Senor. Wir wollen den jetzt mal probieren hier. Wir holen den jetzt mal hier raus. Also das Hähnchenfleisch ist auf jeden Fall richtig genial. Schön zart innen drin, außen diese Knusperpanade. Mir fehlt aber irgendwie Soße, ist da gar keine Soße drauf. Ich sehe Käse, ich sehe Salat. Weiches Brötchen, okay, das Brötchen sieht gut aus mit schwarzen Punkten und mit anderen Punkten drauf. Also das ist das Thumbnail und jetzt beißen wir mal rein. Ich glaube, das ist mir schon wieder zu crispy. Zu knusprig. Und wird dadurch schon wieder irgendwie ein bisschen trocken. Der Burger ist wohl auch so knusprig hart. Also ich meine das Fleisch oder. Das Hähnchen ist das Hähnchen. Das Hähnchen ist das mit der Knusperpanade. Und das Brötchen ist weich. Bubsi hat, glaube ich, gesagt, da ist irgendwie so eine Honig-Senf-Soße drauf. Ich glaube, ganz leicht merkt man die. Ich habe eine ganz leichte Senfnote gespürt, aber meiner Meinung nach hätte da viel mehr Soße drauf gekommen. Ich bin es jetzt gewohnt, wenn man in so einen McChicken Classic reinbeißt mit der weißen Soße, das ganze Mund voll ist mit Soße. Da ist wahrscheinlich zu viel. Hier ist es für mich zu wenig. Aber mit mehr Soße würde der auch nicht so schön knusprig sein. Dann würde der wieder aufweichen. Also es schmeckt gut, es schmeckt gut. Aber er ist mir trotzdem irgendwie zu knusprig und dadurch ein bisschen zu trocken. Verträgt mir mehr Soße. Ab jetzt müsst ihr immer eure Samyang-Soße in der Tasche mitnehmen. Wenn ihr bei Mac sitzt, alles da auf den Burger draufknallen, dann geht das schon. Wir beißen noch mal rein. Du könntest ja auch mal in deinen reinbeißen und mir sagen, wie deiner schmeckt. Ne? Ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Die Apfeltasche, die können wir da gerade beim Bett, beim Arm drücken, können wir dann uns um die Apfeltasche streiten.
kurz vor dem Boxkampf. Da sieht man jetzt Soße. Je weiter ihr reinkommt, desto mehr Soße ist zu spüren. Wenn du drückst, quillt die hier auch raus. Also zweiter Bissen schon besser. Nie nach dem ersten Bissen Kamera ausmachen. Du musst eigentlich das ganze Ding essen und dann kannst du erst sagen, ob es geschmeckt hat. Das probieren wir jetzt mal aus. So, das Muttertier hat auch gesagt, schmeckt gut, ne? Jetzt ist so viel Soße da. Mhm. Jetzt nehme ich mein Argument von vorhin schon wieder zurück. Das ist die Senfsoße. Und ich dachte, ich kann den jetzt schnell essen und dann im Zeitraffer so zusammenfügen, aber ja, du musst echt kämpfen, weil es so knusprig ist. Ich habe noch nie so was Knuspriges erlebt. Das ist also ein richtiger McCrispy. Ist mal was anderes, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mir würde der normale McChicken Classic reichen, glaube ich. Weil das ist mir doch zu knusprig. Habt ihr den schon probiert? Schreibt es mal rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und schmeckt dein Eis? Ja. Mit Oreo und Schokolinsen. Hast mal gezeigt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Zu spät. Zu spät. Mm. Ist genauso crispy wie der Chicken. Also, perfekt. Mhm. Nochmal. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, wisst ihr, weil es auch so knusprig ist, der Biss in die Apfeltasche, aber ist doch mal kurz von dem Eis, von dem lautesten Eis ever, müssen wir nochmal probieren. Vor allem so viel. Möchtest du das bisschen Salat noch? Ich soll mal gucken, weil hier sind die Senfsoße. Crunchy Wochen bei McDonald's, da cruncht alles, auch die Apfeltasche, aber die cruncht ja sowieso. Perfekt. Hier ist eine Apfeltasche.